Секция продолжила свою работу после выступления Марианы Рот и Михаила Гаслингера. Aber meistens selbstständig, flüchtig, mit einer Menge von verschiedenen Materialien gearbeitet. Und wir bitten um Verständnis für jede Präsentation nicht mehr als 5 Minuten Zeit. Jetzt los. Bitte, Marozova, Terrorismus in Deutschland. Latentische Terrorvorstellungen sind Gewalt und Gewaltaktionen, wie zum Beispiel Entführungen an den Anten, gegen eine politische Ordnung zu verstehen. Um einen politischen Wandel herbeizuführen. Der Terror dient als Druckmittel und soll vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten und Sympathie erzeugen. Terrorismus ist eine militärische Forschung, ist neu im Datums und praktischer, ebenfalls keine allgemeingültige wissenschaftliche Definition hervorgebracht. Terroristorganisationen werden oft zusammenfassend als der Terrorismus bezeichnet, etwa in Begriffen wie der internationalen. Vielleicht die verfassungsmäßige Richtung des Präsidenten auf der Weimarer Verfassung weist an die Frau her. In dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das Ihnen allen hoffentlich ganz gut bekannt ist. Ich weiß, dass ich das wirklich sprechen werde. So ist mein Vortrag gegliedert. Also, der Reichspräsident, die Wurzeln der Institution des Präsidenten in Deutschland sind in der Weimarer Zeit. In Weimarer Zeit zu finden. Die Entscheidung, diese Institution einzuführen, wurde an der Nationalversammlung im Jahre 1918 getroffen, von den deutschen Länderparlamenten zusammengelegt und die Mehrheit der Stimmen des Bundespräsidenten, den Bundespräsidenten wählt. Man kann ja alle Befugnisse des Präsidenten nur als technisch oder formell beschreiben, das würde ich aber nicht tun, weil das System, das gesetzlich, diese Frage in Deutschland regelt, ganz präzise und ausführlich ist. Wie Sie wissen, die beiden Parteien haben nach dem Kaufvertrag ihre eigenen Pflichten. Und zu den wichtigsten Pflichten des Verkäufers gehören die Überreichung, die Übergabe und die Übergabe der Mandate. Ich bin sehr froh, hier zu sein und zuerst will ich mich vorstellen. Ich heiße Oleg, ich studiere an der Völkerrechtsfakultät und Moskauer Staatsuniversität für internationale Beziehungen. Und heute würde ich gerne zum Thema allgemeiner Überblick der international anerkannten Normen und Besonderheiten der Regelung im deutschen Urheberrechtsgesetz sprechen. In der heutigen Welt beeinflusst das Urheberrecht die meisten Prozesse der Medienunternehmen. Man kann es auch an der Verabschiedung des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen zweiten Gesetzes zur Regulierung in der Informationsgesellschaft erkennen. Also die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst wurde im Jahre 1886 verabschiedet und es enthält die internationale Standarde zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst zusammenkommen. Die Äußerliche sind eigentlich für den Rechtsverkehr geeignet, so können solche zum Beispiel Objekte der Lizenzverträge werden. Bei Rechtsverletzungen eröffnet das Urheberrecht dem Urheber die Ansprüche auf Beseitigung der Beeinträchtigung. Rechte und Pflichten, dessen Verhalten unmittelbar durch das Völkerrecht geregelt ist. Es gibt die Konvention über die Völkerrechtssubjekte. Dort gibt es solche Bestätigungen. Es existieren zwei Arten von Völkerrechtssubjekten. Die sind natürliche Völkerrechtssubjekte sowie abgeleitete Völkerrechtssubjekte. Ein natürliches Völkerrechtssubjekt ist ein Völkerrechtssubjekt, welches seine Völkerrechtssubjektivität von sich aus besitzt und diese nicht von einem anderen Völkerrechtssubjekt abgeteilt hat. Also wir vertreten die Auffassung, dass die Europäische Union eine regionale, internationale Organisation ist. Ihre eigenen Meinungen haben oder als EU, als ein Teil der Die Stadt besteht aus einem begrenzten Gebiet, einer Gruppe von Menschen, die dort leben, Bürger des vorliegenden Landes, Ausländer oder Staatenlose sind. Unter dem Begriff natürliche Person versteht man alle Menschen, die auf dem Territorium des Staates wohnen. Die natürliche Person ist ein verbreitetes Subjekt des bürgerlichen Rechts, wie auch juristisch des Menschen, beginnt mit der Vollendung der Geburt
vollendet gilt die Geburt mit dem vollständigen Austritt des Kindes aus dem Mutterleib, ohne dass die Nabelschnur durchtrennt ist. Die Rechtsfähigkeit endet bei natürlichen Personen mit dem Tod. Ja, haben Sie über die Handlungsfähigkeit gesprochen? Sie sprechen zuerst über die Handlungsfähigkeit. Und die Handlungsfähigkeit wird schon unterteilt in Geschäftsfähigkeit und Deliktfähigkeit. Ja? Ja, die Handlungsfähigkeit besteht aus Geschäftsfähigkeit und Deliktfähigkeit. Ja. Sehr geehrte Gäste, ich möchte kurz über die Fachsprache und über die juristische Fachsprache berichten. Also zu Beginn nur die Fachsprache. Die Fachsprache auch korrekt. Ist da eine Sprache, eine bestimmte Branche oder einer bestimmten Fachgebiet. Also Fachsprache, die gehören vor allem Fachbegriffe und Fachwörter, die in anderen Gebieten ungebräuchlich sind. Die juristische Fachsprache ist die Sprache der Rechtswissenschaften und Rechtsanwender und Forschung Gegenstand der Rechtslinguistik. Die besondere Eigenschaft einer Fachsprache ist, dass Wörter und Wörter zu prägen, die nur von den Anwendern dieser Fachsprache. Sie können auf diese Frage auch nicht antworten. Ja? Ich will fragen, welche Sprache studieren Sie? Berufssprache oder Fachsprache? Und was ist weiter? Fachsprache oder Berufssprache? Also, wissen Sie, zuerst als Juristen, natürlich studieren wir Fachsprache, aber das ist die russische Fachsprache. Und natürlich dabei ist auch viele Schwierigkeiten. Und wenn wir über deutsche Sprache sprechen, also die wir erlernen, dabei sind zwei Aspekte. Nun die Fremdsprache, also selbst, und dann nur, manchmal also spielen wir also die juristische Fachsprache, also die deutsche. Wenn der Gesetz hier aus dem Wandel von gesellschaftlichen Anschauungen und technischen Neuerungen das Strafgesetz teilt sich auf in einem allgemeinen und einem besonderen Teil. Im allgemeinen Teil sind grundsätzliche Fragen zur Strafbarkeit in Form von Definitionen geklärt. Zum Beispiel Anwendungsbereich des Gesetzes, Verbrechen und Vergehen, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Schuldfähigkeit, strafbares Unterlassen, Teilnahmeformen, Strafbemessung und andere. Zum Beispiel gemeingefährliche Vergiftung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und Umweltstraftaten und Amtsdelikte. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, heute nehme ich das Gespräch. Wir sind jetzt in einem Interview mit einem Spezialisten für die Arbeiter. Здравствуйте, меня зовут Фрау Томпсон. Я представляю здесь со своей командой МГИМО. Вот. У нас уже наладились долгие, можно сказать, отношения. Что касается студентов, мы здесь уже второй год участвуем. Если в прошлом году у нас здесь было всего 4 докладчика, то в этом году у нас уже 15. Вот. И очень полезное мероприятие. Во-первых, ребята знакомятся с друг другом. Темы докладов очень разные, все посвящены Wirtsprechen, Jurasprache. Вот, поэтому интересно друг друга послушать. И даже те, которые сегодня пришли просто в гости, как слушатели, уже заводятся и собираются на следующий год выступать здесь с докладами. Нам повезло также пригласить РУДН к нам в гости на симпозиум, который у нас состоится 24-25. Это тоже международный симпозиум, как и здесь международная студенческая конференция. Вот, симпозиум будет немножко другая тематика, но там тоже будет секция Wirtsprechen, Jurasprache, так что ребята тоже могут принять участие. Впечатления самые наилучшие. Как всегда, все организовано на высшем уровне. Вот, все очень довольны.
у всех прекрасное настроение и готовность дальше сотрудничать. Ну, и что вы скажете насчет наших гостей из Австрии? Ну, было очень приятно услышать сегодня и профессора Ройзлинга, вот, и с ним его коллегу еще. Вот, потому как ну, не так часто приходится общаться с носителями языка, тем более с такими интересными докладами. Это касалось нашей истории, истории наших двух государств, поэтому тем более это приятнее. Вот, и столько приятных слов, но у вас уже давние отношения с ними. 10 или 13 лет, 11. Знаете, это вы единственный вуз, который дает такую возможность, когда студент приходит, или магистрант, там у нас тоже есть такие, да, и ему вручают. Для них это особая гордость. Более того, это имеет значение для их будущей карьеры. Насколько мне известно, те, которые выступали в прошлом году и в этом году устраивались на работу, обращали внимание на то, что у них есть публикации, и задавали вопросы по их докладу. Конечно, это очень важно. Это большой плюс. Я думаю, что здесь как раз у студентов это вызывает некое такое желание, мотивация. Мотивация. Да, мотивация. Самое главное – мотивация. Question is, what is your general impression of this meeting? Please present yourself and tell a few words, if possible. So, I'm asking you. Yes. So, mein Name ist Jürgen Markus Grenbauer, Österreicher, klarerweise. Es war sehr nett, sehr aufschlussreich. Man hat aktuelle Rechtsgebiete, aktuelle Rechtsthemen wieder gehört, konnte sein Wissen ein bisschen auffrischen. Ja, es schadet nicht, wie gesagt, internationale Kommunikation im universitären Bereich aufrecht zu erhalten, um einfach Kontakte zu verfestigen, zu verknüpfen, irgendwelche Probleme, unausgesprochene, zu beseitigen. Und insofern eine tolle Veranstaltung und sehr gelungen, sehr gastfreundlich, so jederzeit wieder. Mhm. Vielen Dank. Ich bin in Russland zum ersten Mal. Es gefällt mir hier sehr gut. Ich habe bereits an der österreichisch-russischen Sommerschule in Salzburg teilgenommen und freue mich jetzt umso mehr, dass ich nach Russland kommen konnte und hier auch wieder sehr viele bekannte Gesichter gesehen habe. Und es freut mich sehr, dass der Kontakt jetzt nicht abgerissen ist, sondern man sich immer wieder trifft. Thank you. Yes. Thank you. Österreich. Zuerst würde ich sagen, ja, vielen Dank, dass so freundliche und so kluge Leute leben da. Die können eine gute Fest für uns machen, nicht nur durch die Arbeit. Wir haben viele Kontakte auch da gemacht, mit vielen neuen Freunden ja, Kontakte gemacht und kennengelernt. Was kann ich noch dazu sagen? Dass Wien ist eine Kulturhauptstadt Europas, glaube ich. Ja, yeah, it is. Gesehen, yes, ja, it is. Viele schöne Gebäude, schöne Orte da auch. Dazu kann ich auch sagen, dass mir hat sehr gefallen Salzburg. Es ist ein kleines Ort, eine sehr kleine Stadt, aber doch sehr, sehr, sehr schön. Und ja, es war wahnsinnig eine gute Reise von mir nach Österreich. Ja, yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah? Moskau steht Wien in nichts nach. Sehr beeindruckend und ja, also die Gebäude, also exorbitant riesig, also der Ring, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, sensationell. Alles so groß, so überdimensional, die Straßen, der Verkehr, Wahnsinn. Stau, ja. Also sehr, sehr toll. Thank you, thank you, thank you very much. Well, thank you for your attendance.